Liebe Elisabeth Niggemann, liebe Frau Schwens, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, so möchte ich es mal belassen. Ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig, was in den letzten Jahren geschaffen wurde? Sind das nicht lauter Wunder, kleine Wunder, große Wunder? Die vielen Projekte? Viele, wir werden heute einige präsentiert bekommen, heute Vormittag noch. Klar, es könnten mehr sein und wir sind nicht zufrieden und wir wollen mehr, aber eigentlich ist es doch ein Wunder. Auch wenn ich an Strukturen denke, an grundlegende Strukturen. Ich denke, was sich in den letzten Jahren getan hat, um Standards aufzubauen, auch international. Ist das nicht ein Wunder? Bedenkt mir doch mal, wie war das doch vor wenigen Jahren, wo jede Institution, teilweise jede Abteilung oder sogar jeder einzelne Mitarbeiter seine eigenen Erfassungsgrundsätze hatte, seine eigenen Regeln. Ist das nicht ein Wunder, was da überwunden wurde, was wir an Interoperabilität inzwischen haben? Wie viele Silos schon aufgebrochen wurden? Wir sehen immer nur das, was noch nicht geschafft ist, aber es ist eigentlich wahnsinnig viel schon passiert. Ist das nicht überhaupt ein Wunder, wie viel vom kulturellen Erbe des letzten Jahrhunderts schon online ist, wenn man an die Voraussetzungen denkt, an die rechtlichen Rahmenbedingungen? Also jeder weiß, der mal versucht hat, den urheberrechtlichen Status von einem Flugblatt aus dem Jahr 1972 zu klären, dass das oft kaum möglich ist. Wir wissen das häufig nicht beim urheberrechtlichen Erbe des letzten Jahrhunderts. Und insofern, eigentlich müsste das 20. Jahrhundert doch ein schwarzes Loch sein. Und davor haben wir ja auch kulturpolitisch immer gewarnt, vor dem schwarzen Loch des 20. Jahrhunderts in unserer Online-Erinnerung. Ist es da nicht ein Wunder, dass auch aus dem 20. Jahrhundert das Licht unserer Kultur aus den unendlichen Weiten des Internets zu uns leuchtet? Ich denke an den Ersten Weltkrieg. Letztes Jahr hatten wir 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges. Der urheberrechtliche Status eines Fotos aus dem Ersten Weltkrieg lässt sich so gut wie nie klären. Wir wissen oft nicht, wer der Fotograf war, wie lange der tot war. Ist er wirklich schon 70 Jahre tot? Ist das schon gemeinfrei? Wenn ich das bedenke, ist es eigentlich wirklich ein Wunder, wie viel Fotos jetzt schon online sind, wie viel man recherchieren kann. Und natürlich ist das gut so, dass es so ist. Ein Wunder ist es trotzdem. Und das sind Wunder, die sind möglich, weil Pragmatismus an die Stelle von Dogmatismus getreten ist. Wunder, die sind möglich, weil Risikoabwägungen an die Stelle von absoluter Sicherheit getreten sind. Und es sind Wunder, die sind möglich, weil Menschen mutig waren. Und das ist klar. Absolute Sicherheit, die gibt es nicht. Schon gar nicht, wenn es um urheberrechtliche Fragen von Werken des letzten Jahrhunderts geht, von älteren Werken. Aber auch der Datenschutz hat im Grunde ein riesiges Netz rechtlicher Unsicherheit über unser kulturelles Erbe geworfen. Was ist wann wie erlaubt, wenn es irgendwie mit personenbezogenen Daten zu tun hat? Und ja, machen Sie nie den Fehler und fragen Sie einen Juristen, ob Sie etwas dürfen. Der sagt Ihnen immer nein und er muss das sagen, weil diese Sicherheit, die gibt es halt nicht. Und natürlich denkt er an seine Berufshaftpflicht, wenn er eine Auskunft gibt. Fragen Sie immer, was müssen wir tun, um Risiken zu vermeiden? Dann kriegen Sie auch ordentliche Antworten und dann können Sie auch weiterarbeiten. Ich finde es auch ein Wunder, dass zur gleichen Zeit, wo die EU eine völlig unpraktikable und im Ergebnis ja auch gescheiterte Richtlinie zu verwaisten Werken erlassen hat, womit man in der Praxis nicht arbeiten kann. Die Voraussetzungen sind viel zu hoch. Wer kann das alles machen? Diligent Search und dann noch Registrierung und dann diese immer die Gefahr, dass doch jemand kommt und man doch hinterher all diesen Aufwand umsonst getrieben hat. Dass zur gleichen Zeit, wo diese untaugliche Richtlinie erlassen wurde, man hier in Deutschland ein Verfahren entwickelt hat, was funktioniert, nämlich den Lizenzierungsservice, den die DNB zusammen mit den Verwertungsgesellschaften anbietet, für vergriffene Werke,
für vergriffene Bücher. Und natürlich, auch hier sind wir nicht zufrieden, es sind ja nur deutsche Bücher bis 1965, aber auch hier, ist das nicht ein Wunder? Ist es nicht ein Wunder, dass dieser Lizenzierungsservice aufrechterhalten wurde, auch als der Europäische Gerichtshof Entscheidungen getroffen hat, die durchaus Zweifel an der Zulässigkeit dieses Verfahrens haben aufkommen lassen. Trotzdem hat man das beibehalten. Und das Wunder wurde nur dadurch übertroffen, dass wir jetzt in der Urheberrechtsrichtlinie Grundlagen haben, um diesen Service auch weiter ausbauen zu können. Überhaupt Gesetzgebung. Seit Jahren weisen wir auf Probleme der rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Digitalisierung hin. Ich erinnere nur an die Hamburger Note, die im Rahmen dieser Konferenzreihe ja auch entstanden ist und wo wir deutlich gesagt haben, Massendigitalisierung und Einzelrechteklärung beim Kulturerbe, das passt nicht zusammen. Aber trotzdem, wir müssen nicht einfach nur enttäuscht den Kopf hängen lassen. Im Grunde ist es ein Wunder, wenn wir sehen, was sich getan hat. Die jüngste Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union ist politisch sehr, sehr umstritten. Also Stichworte wie Uploadfilter für kommerzielle Plattformen oder Leistungsschutzrecht für Presseverleger oder auch die Schlechterstellung von Autoren zugunsten von Verlagen bei den gesetzlichen Vergütungen. Da ist das sehr, sehr umstritten. Aber im Hinblick auf das kulturelle Erbe eröffnet diese Richtlinie große Chancen. Auch darüber werden wir heute sprechen. Was gemeinfrei ist, soll gemeinfrei bleiben. Diesen Grundsatz hat die Richtlinie kraftvoll und programmatisch zu seinem Recht verholfen. Übrigens, und das hier nur nebenbei, gegen den Widerstand von so einigen Museen, denen die Kontrolle wichtiger war als der Zugang. Neben neuen Möglichkeiten für vergriffene Werke, darüber habe ich ja eben gesprochen, soll es erweiterte Kollektivlizenzen geben können. Ob es die wirklich gibt, was das für Deutschland bedeutet, auch darüber werden wir sprechen in diesen Tagen. Schade, dass sich an dem Konsultationsprozess, den das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz zu diesem Thema abgehalten hat, sich so wenig Kulturinstitutionen beteiligt haben. Wir müssen schon auch sagen, was wir brauchen, damit es der Gesetzgeber berücksichtigen kann. Ist Wikipedia nicht ein einziges Wunder? Eine Online-Enzyklopädie aufbauen auf der Zusammenarbeit von Freiwilligen? Ein Bourmeau sagt, die Wikipedia funktioniert nicht in der Theorie, nur in der Praxis. Und in der Praxis passiert so einiges, was in der Theorie gar nicht vorgesehen ist. In der Praxis passieren auch einiges, was in einem Wirtschaftsplan gar nicht vorgesehen war oder was im Stellenplan gar nicht vorgesehen war, was öffentliche Einrichtungen gar nicht geplant hatten. Es passiert, weil Mitarbeiter motiviert sind, weil sie tun, was getan werden muss und nicht etwa, was in einer alten Stellenbeschreibung steht, die vor 7 Jahren mal gefertigt wurde. Sicher, Institutionen, die setzen gerne Kommissionen ein oder Arbeitsgruppen, die dann Strategien ausarbeiten und dann müssen Anträge verfasst und Konzepte implementiert werden und dann gibt es wieder dafür Arbeitsgruppen, dann müssen Evaluierungen geschrieben werden und die Evaluierungen von Kommissionen bewerten und die setzen dafür wieder Arbeitsgruppen ein und so weiter. Da ist es manchmal ein Wunder, dass nebenbei auch noch Zeit für die eigentliche Arbeit bleibt. Aber auch das passiert. Institutionen werden von Menschen geleitet und gerade bei den Leitern von Institutionen gibt es so einige, die gerne mit einer auch im deutschen Feuilleton sehr verbreiteten Technikfeindlichkeit kokettieren. Und was passiert? Es passiert das Wunder, dass unabhängig davon, was die Leitungen sagen, die Mitarbeiter dieser Institution, die genau diese Technik nutzen, um neue Wege des Zugangs zu entwickeln. Aber Technikfeindlichkeit gibt es nicht nur oben, die gibt es auch unter Mitarbeitern. Es gibt auch Betriebsräte, die sich gegen die Einrichtung von WLAN wehren oder andere Neuerungen blockieren. Und auch solche Blockaden werden überwunden, laufen auf die Dauer ins Leere.
Ein Wunder finde ich auch, wie sehr sich die Zusammenarbeit über Institutionsgrenzen hinweg weiterentwickelt hat. Gerade wenn man denkt, wie ausgeprägt solche auch institutionellen Egoismen oft sind. Auch hier hat die Digitalisierung die Funktion eines Katalysators, weil Zusammenarbeit so viel leichter wird und damit auch gelebte Praxis wird. Coding Da Vinci ist ein großartiges Beispiel. Tolle Sachen können entstehen, wenn Kulturinstitutionen Daten freigeben. Das passiert bei Coding Da Vinci und in Hackathons werden da neue Anwendungen programmiert. Da ist die ein oder andere Eintagsfliege dabei, aber es entstehen eben ganz großartige neue Sachen und zwar Sachen, die niemand vorher so sehen konnte und planen konnte, die aber möglich sind, weil die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Und insofern, Coding Da Vinci ist so ein Wunder, was weitere Wunder gebiert. Das ist schön. Lassen Sie uns also einfach mal innehalten und gönnen Sie sich und uns die Freude über diese Wunder, über das, was wirklich geschieht, bei allen Schwierigkeiten, über großartige Projekte, über mutige Menschen, die Risiken eingehen, über großartige Menschen, die sich auf Neues einlassen. Das macht Mut. Und auch darum sind wir hier, um uns gegenseitig Mut zu machen. Mut zu machen, Neues zu wagen und auch Mut zu machen, Fehler zu machen. Ja, Mut zu machen, Fehler zu machen, Dinge anzugehen, den Mut zu haben, etwas schon heute möglich zu machen, was vielleicht noch gar nicht vorgesehen ist. Und nicht darauf zu warten, dass die ganz große Lösung kommt. Die ganz große Lösung, die kommt nicht von irgendwoher. Den Zugang zum kulturellen Erbe, den ermöglichen wir, jeder an seiner Stelle, in seinen Möglichkeiten, jetzt. Herzlichen Dank.